Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es die Neuzugänge der letzten Wochen und ich beginne direkt mit dem ersten Buch von Kate Elizabeth Russell, Meine dunkle Vanessa. Ein Buch, was relativ häufig in die Kamera gezeigt wird in den letzten Wochen. Und auch mich hat es irgendwie angesprochen und deswegen ist das jetzt bei mir eingezogen. Worum geht es hier? Es geht um die 15-jährige Vanessa, die mit ihrem 42-jährigen Englischlehrer ein Verhältnis hat, eine Liebesbeziehung. Sie schläft mit ihm und hält es auch für die große Liebe. Und 20 Jahre später wird verklagt ein Mädchen diesen besagten Lehrer und wirft ihm vor, dass er sie sexuell missbraucht hat. Und Vanessa, die immer noch der Überzeugung ist, dass das wahre Liebe war, fängt an, bestimmte Sachen zu hinterfragen und fragt sich, ob da vielleicht doch Missbrauch im Spiel war. Und ich glaube, dass das in der jetzigen Zeit mit der MeToo-Bewegung, mit all den Themen, die gerade sehr wichtig sind oder wahrscheinlich auch immer schon wichtig waren, aber jetzt gerade angestoßen werden, dass das Buch vielleicht eine wichtige Sache thematisiert. Und deswegen bin ich einfach gespannt. Ich kann natürlich jetzt noch nicht sagen, wie das Buch ist. Ich habe schon ein bisschen angefangen zu lesen, finde es soweit okay und werde mir dann natürlich eine allumfassende Meinung bilden, wenn ich es gelesen habe und freue mich schon, mit euch darüber zu sprechen. Ja, wenn ich es gelesen habe. Dann wurde mir ein Buch geschickt vom Verlag, vom Ulstein Verlag von Mark Meller, Raum der Angst. Dieses Buch werden wir in der All-You-Can-Read-Gruppe lesen. Das ist ein Escape-Room-Thriller. Ich habe keine Ahnung, wie das sein wird, ja, wie das Leseerlebnis sein wird. Und deswegen lese ich euch mal kurz vor, was auf dem Klappentext steht. Mein Name ist Janus und ich will ein Spiel mit dir spielen. Er nennt sich Janus, nach dem römischen Gott der Ein- und Ausgänge, und er kommt in der Nacht still, heimlich in dein Zuhause. Er betäubt dich, nimmt dich mit und schließt dich ein in einen kalten, dunklen Raum, um mit dir ein Spiel zu spielen, sein Spiel. Ein Spiel voller Rätsel. Du hast nur eine Chance, diesem Albtraumleben zu entkommen. Du musst Janus' Spiel spielen und gewinnen. Zum Glück bist du nicht allein, du hast Mitspieler. Noch denkst du, dass das ein Vorteil wäre, bis du begreifst, dieses Spiel erlaubt nur einen Sieger, nicht mehrere, und die Verlierer werden sterben. Hier steht auch noch drin, ein geheimes Experiment, 8 Teilnehmer, 7 verschlossene Räume und ein Killer im Spiel, in Spielelaune. Also ein hochspannender Escape Room Thriller zum Mitfiebern und Miträtseln. Ich freue mich total drauf und ich glaube, dieses Buch ist dafür prädestiniert, es wirklich in einer Lesegruppe zu lesen, einfach weil man dann miträtseln, mit nachdenken kann und ja, ich weiß nicht, ob mir das gefallen wird, aber ich verspreche mir da so ein bisschen was von. Zumindest eine andere Art von Leserlebnis. Und deswegen werde ich euch auf jeden Fall berichten, wenn wir es gelesen haben. Das soll übrigens im November gelesen werden. Ein Buch, was ich schon länger im Auge habe und was jetzt letztendlich bei mir eingezogen ist, ist Der Wal und das Ende der Welt. Und da habe ich auch schon sehr, sehr viele gute Meinungen zugehört und ich freue mich total drauf. Und es ist aber auch etwas, was gerade zu der Zeit passt, in der wir leben, vor allem sehr passend zu dem Jahr 2020. Es handelt sich hier um eine Epidemie und das Ganze fängt damit an, dass ein Mann angespült wird in einem kleinen Fischerdorf und danach ein Wal. Und somit beginnen sonderbare Dinge und es scheint so, dass das Land, das Fischerdorf, das Land und auch die ganze Welt in großer Gefahr schwebt. Oder ja, so steht es hier zumindest, dass die Gemeinschaft bedroht ist und wahrscheinlich eben auch die ganze Welt. Und ich bin sehr, sehr gespannt. Ich weiß nicht, ob es gerade clever ist, das in Zeiten zu lesen, wo man selber so ein paar Urängste hat, was Pandemien und die ganzen Sachen angeht. Aber auf der anderen Seite, finde ich, klingt das wirklich spannend und ich werde es auf jeden Fall lesen und auch jetzt demnächst und freue mich auch da, mit euch in den Austausch zu gehen. Ein Buch, was ich bereits schon lese und worauf ich mich so megamäßig darauf freue, ist von Elena Ferrante, Die Geschichte eines neuen Namens. Ich habe im Oktober Meine geniale Freundin von Elena Ferrante gelesen und das ist eine Reihe, das ist der zweite Teil der Reihe. Und ihr werdet es in meinem Lesemonat sehen. Ich werde nicht viel dazu erzählen. Ich werde nicht riesig ins Schwärmen geraten, weil ich das ja ausführlich im Lesemonat tun werde. Ich kann euch nur so viel sagen. Für mich ist Meine geniale Freundin ein Highlight. Ich war wie hypnotisiert, als ich es gelesen habe. Und deswegen musste direkt das zweite Buch hier einziehen. Und ich freue mich auch, dass es ein drittes und ein viertes Buch gibt. Und es ist einfach so toll. Es geht hier um die zwei Freundinnen Elena und Lila. Und die beiden Freundinnen kennen sich schon seit Schulzeiten, seit der Grundschule. Sie sind sehr, sehr unterschiedlich und ihre Freundschaft ist sehr speziell. Sie wird begleitet von Konkurrenzdenken, Neid, aber auch tiefer Liebe.
Und das Ganze spielt sich über eine gesamte Lebensspanne ab. Und in dem ersten Buch handeln wir die Kindheit ab der beiden. Und Lila und Elena sind einfach sehr, sehr speziell. Und es geht einfach, also die Grundgeschichte ist die, dass Lila, als die beiden dann ungefähr 60 Jahre alt sind, verschwindet und man nichts mehr von ihr, also es gibt keinen Beweis, dass sie jemals existiert hat. Also sie verschwindet und Elena erzählt dann die Geschichte der beiden. Also erzählt die Geschichte von ihr und erzählt die Geschichte von Lila und es ist einfach so, so, so gut. Es ist unaufgeregt und trotzdem hat es mich so ergriffen und jetzt gerate ich schon wieder ins Schwärmen. Ich werde euch über das erste Buch, also über meine geniale Freundin in meinem Lesemonat berichten. Und ich kann euch nur sagen, das zweite Buch hat schon so großartig für mich angefangen. Ich glaube, es wird mir noch mal besser gefallen. Und leider gibt es nur 5 Sterne, die man vergeben kann. Aber ja, es wird bestimmt auch ein 5-Sterne-Buch. Also ich freue mich sehr darauf. Und auch da, vielleicht habt ihr da eine Meinung zu, weil ich habe da Freunde und Bekannte, die das Buch gelesen haben und die Meinungen sind wirklich gespalten. Also die einen sehen das genauso wie ich, sind total überzeugt von dem Buch und dann gibt es andere Freunde und Bekannte, die es sogar abgebrochen haben und es überhaupt nicht gut fanden. Ich lese das übrigens mit Heike, mit einer Zuschauerin und ja, ihr hat es auch unheimlich gut gefallen. Ich finde es auch ganz, ganz toll, dass wir da im Austausch sind. Das macht sehr viel Spaß. Ein Buch, was mir die Autorin geschickt hat und ja, was sehr spannend für mich geklungen hat, ist von Olivia Monti Das Haus, ein Kriminalroman. Und für mich klang das super spannend und ich habe große Lust, es zu lesen und lese euch jetzt einfach mal den Klappentext vor. Das Haus ist ein Gebäude voller winziger Mietwohnungen. Mit dem Tod des Medizinstudenten Enes El-Aga nimmt das Unheil seinen Lauf. Einer um den anderen Mieter wird tot aufgefunden oder verschwindet spurlos. Die pensionierte Schneiderin Frau Rauha ist sich sicher, es gibt einen einzigen Mörder und der wohnt im Haus. Die Parapsychologin Nadja Knoll ist anderer Meinung. Das Haus sei womöglich ein Unglückshaus, ein verfluchter Ort. Das Haus selbst sei sozusagen schuld an den grausigen Geschehnissen. Niemand erkennt ein klares Muster hinter den horrenden Fällen. Die Polizei ist ratlos, bis sie rein zufällig auf eine bedeutende Spur stößt. Viel zu spät. Ja, es ist auf jeden Fall etwas, was mich anspricht. Ich finde, es klingt spannend. Ich mag das Cover und es ist etwas zu miträtseln. Und deswegen freue ich mich jetzt schon aufs Lesen und werde euch auch da natürlich berichten, wenn es soweit ist. Jetzt kommen wir zu einem Buch, was dadurch inspiriert wurde, dass die liebe Steffi von dem Buchschnack über Serien gesprochen hat. Ich daraufhin die Serie mir angeschaut habe, also die erste Folge. Und das so gut fand, dass ich mir direkt das Buch dazu bestellt habe. Nämlich die Serie basiert auf einer Reihe. Auf einer Fantasy-Buchreihe. Ich bin so, so froh, dass Steffi mich darauf aufmerksam gemacht hat und darauf freue ich mich sehr von Deborah Harkness, Die Seelen der Nacht und die Serie, oder auf Englisch, glaube ich, heißt das Ganze The Discovery of Witches. Und ich finde die Serie richtig gut. Ich mag die Schauspieler soweit total gerne. Also ich bin total drin in der Geschichte. Ich weiß natürlich nicht, wie das Buch sein wird, aber ich kann euch mal kurz erzählen, worum es hier geht. Es geht hier um Diana und sie ist Historikerin und gleichzeitig auch Hexe, also sie hat magische Kräfte, benutzt die aber nicht gerne aus verschiedenen Gründen und versucht das auch irgendwie so nicht rauskehren zu lassen. Und eines Tages gerät ein Manuskript in ihre Hände und dann passiert was mit ihr und daraufhin sind unheimlich viele Wesen hinter ihr her, Vampire, Dämonen, alles Mögliche, alle haben auf einmal Interesse an Diana und auch ein Vampir, ich habe den Namen vergessen, Matthew, glaube ich, heißt er, der schon 1500 Jahre alt ist. Und ja, da gibt es auf jeden Fall eine sehr spannende Geschichte zu. Und es macht so großen Spaß, sich diese Serie anzuschauen. Ich finde das Setting total toll. Das Ganze spielt in Oxford und es hat irgendwie so wirklich so einen Hexenscharme. Das Ganze hat diesen Hexen- und Vampirscharme und Fantasy-Charme, den ich wirklich so total gerne mag und von früher so kenne, aus Serien, die ich als Jugendliche geguckt habe, finde ich auf jeden Fall total spannend. Ich freue mich aufs Lesen, werde das Buch wahrscheinlich mit Steffi vom Buchschnack und mit Jenny von Jennys Lesestoff lesen, irgendwann und freue mich, euch dann zu berichten, wenn es soweit ist. Und ich bin auch hier froh, dass es eine Reihe ist und dass das dann nicht nach dem ersten Buch schon vorbei ist. So, ihr Lieben, das war es auch schon mit den Neuzugängen. Ihr könnt mir ja gerne mal erzählen, was ihr für Neuzugänger habt, was ist bei euch eingezogen, kennt ihr die Bücher, die ich euch gezeigt habe? Und ja, ansonsten bleibt gar nicht mehr viel zu sagen. Danke fürs Zuschauen und wir sehen uns zum nächsten Video. Bis dann, tschüss.